Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, mal glubschen, ob Butch sich mit uns messen kann und möchte. Na, wenn ich jetzt die Waffe ziehe und auf ihn drauf hau, ist nichts geholfen, ne? Okay, dann halt nicht. Hallo, wer bist denn du? Kannst du mir was beibringen, okay? Ich fürchte, ich muss das echt. Ich musste echt durchlaufen und jedem ein Batzel geben, oder? Na, da muss es ja irgendwo einen Hinweis geben. Neues Lager, verschollener Butler, Schulden bei Sketty. Prüfung, Rezept, Ärger, verschwunden, Auftrag, Karte, Nachricht, Aufnahme, altes Lager. Sheesh. Horatio der Bauer unter Banditen. Was war hier? Achso, das war er. Erzählt mir von einem Banditen namens Butch. Genau. Sumpflager, neuer Schmied, Krautverkäufer. Hier. 200. Ja, okay. Muss ich tatsächlich scheinbar wirklich auf die harte Tour bei jedem was verkaufen, ne? Große Mengen will hier scheinbar vielleicht bei den Söldnern. Könnte ich da noch schnell rüberschauen? Ob die Söldner vielleicht so nett sind? Und uns was abgeben? Lass uns lieber über was anderes. Mal glubschen. Wow. So, mal glubschen. Da, 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 da. Mal schauen. Gorn? Nein. Bis später. Servus, Kumpel. Geht's zur Seite? Entschuldigung. Meine Güte. Immer so aggressiv. Hier wäre ein. War hier ein Blade? Ich glaube schon. Auf jeden Fall mal ein Torloff. Mitmachen. Gut, da ist auch nichts. Egal, das muss ich echt beinhart. Du bist nur beibringend Schwert, ne? Oder so. Ich hätte eine neue Aufgabe für dich. Ach so? Ach, und die wäre? Die Söldner bei der Freien Mine bräuchten einen neuen Schmied in ihrem Lager. Geschichte muss wohl doch was dran sein. Man muss die Schmiede im Kessel steht jetzt schon seit einiger Zeit still. Und warum sollte ich da anfangen zu arbeiten? Ich höre gar nicht. Nun, das ist doch besser, als den ganzen Tag hier rumzustehen und nichts zu tun, oder? Man muss eben aufpassen, was man rumhört. Okay, hast ja recht. Ich werde meinen Arsch dann mal dorthin bewegen. Wir sehen uns später. Kann ich da mal vorbei? Was? Entschuldigung. Und vergiss nicht, unterwegs ein paar Vampire umzubringen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Er ist ein Daywalker. Ja. Nein, 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 nein. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja. Gut, gut. Und dann noch schaue ich halt. Servus, ich gehe nur zu Lee, okay? Vielleicht hat Lee Interesse. Ah, Orik, hallo. Vielleicht hat man der. Wie sieht's aus? Sumpfkraut. Die wollen alle nicht, dass ich mich. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Okay, große Mengen ist nicht hey, so, du. Ne? Na, Schäfchen? Gut, der ist sprachlos. Willst du nur denken, Mann, was will der jetzt schon wieder? Kann er sie nicht schleichen? Möchtest. Na. Möchtest du Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Muss ich halt auf die harte Tour machen. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Jo, danke. Alter, so müssen sich Streichholzverkäufende Mädchen halt! Fühlen. Niemand. Ja, ich wollte nur fragen, ob du etwas Sumpfkraut möchtest. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn Bitte. Du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja. Und bei ihnen
Möchten Sie auch eines? Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Da verstehe ich schon, dass der eine lieber säuft, statt das zu machen. Ach Gottchen. Solange ich damit nichts zu tun habe, kann man aber auch nicht alles glauben. Na dann, geht's halt weiter. Bitteschön. Sumpfkraut. Willst du ich überspringe das jetzt mal. Danke, Pfirti Goat. So, dann haben wir den nächsten armen Tropf. Sind hier wirklich so viele Leute? Ich denke schon wahrscheinlich. Nein, das nehme ich nicht mehr. Also, wegen Sumpfkraut, bitteschön. Ja, wenn du passt, ja was. Wenn du wieder welches hast, komm bei mir vorbei. Hey, ja, auf zum Saufen und dreht mit mir. So, danke. So. Lieb her, wenn du ja. Servus. Kann man nur jeden eines geben derweil, ne? Wahrscheinlich am nächsten Tag dann mehr oder so, keine Ahnung. Hey, du. So, guten Abend. Oder einen Tag, wie auch immer. Sumpfkraut. Warum? Frag mal. Ja. Ich halte mich da lieber raus. Könntet ihr noch einen guten Mann gebrauchen? Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. War doch klar, dass es Ärger gibt. Ja. Okay. Das, was hier nächste. Bitte schön. Gib her. Hier, 10 Erz. Danke. Wenn du wieder ja, servus. Geht zur Seite. Ja, Entschuldigung. Meine Güte, haben die alle schwache Nerven. Gut. Hier soweit. Dann halt hier nochmal von vorn. Hey du. Guten Tag. Sumpfkraut gefällig. Wenn du. Servus. Hey du. Guten Tag. Bitte schön. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich. Wenn du. Servus. Dann hier geht's weiter. Willst du ein Sumpfkraut haben? Verpiss dich. Geht gleich wieder, ne? Was willst du von mir? Nix. Ich wollte ihm nur freundschaftlichen Sumpfkraut anbieten. Gegen Bezahlung natürlich. Hey du. Kräutchen gefälligst? Ich hab klar, hier. Wenn du mal wie. Best. Tschüss. Wie schaut's bei dir aus? Nein. Dann hier rüben. Ach, das wäre der Idiot. Hey, haben du. Sie schon. Bitteschön. Hast du was? Ja, servus. Bei Ihnen. Hey du. Boah, das ist echt ein Schöpf, wirklich. 3 Barts lang nur Sumpfkraut verkaufen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geh. Wenn du. Ja, ciao. 50 ist echt übertrieben. Wie schaut's bei Ihnen aus? Sumpfkraut. Klar, wenn du mal wie. Servus. So, ein Magier, der zum 100. Mal im Kreis läuft. Der ist übrigens schuld, dass hier so eine Vertiefung ist, ne? Der hat hier heroben angefangen, ist so lange im Kreis gelaufen, ne? Bis er die richtige Höhe erreicht gehabt hat, dann hat er bei der nächsten Runde angefangen. Ja. Man kennt's von Dagobert Duck. Tja. Na, hör auf zum Saufen, ich will reden mit dir. Da bitte, gegen Bezahlung. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut. Hast du was? Ja, natürlich. Was? Für die Gott. Der nächste Hampelmann. Servus. So. Aha, der hat schon. Na, wohl doch nicht. Da. Ich habe mich verlesen. Passt. Servus. So. Der will nur Rüstungen machen. Alles andere ist dem herzlich blunzen Wurscht. Die beiden hatte ich noch nicht, ne? Guten Tag. Ich hätte hier was zum Anbieten. Ich hab's. Warum nicht? Frag mal. Ja, frag mal weiter, jawohl. Hey du. Du auch. Armer Tropf. Tja. Ich hab. Warum nicht? Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ich konnte es nicht skippen gerade, Entschuldigung. Das hat er nicht erlaubt. Tja, gut. Wie viel habe ich denn noch von dem Graffel? Ei, 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 ei. 30 noch.
Puh. Jo. Ach, der ludelt gerade. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. So. Dann gehe ich mal hier hoch. Ich will... Dann halt hier. Bitte, geht das hier? Klettern ist nicht seine Stärke. Hier jetzt vielleicht. Au. Geht ja, danke. So, da drüben ist, glaube ich, niemand. Guten Tag. Ich hätte hier was für Sie. Ich hab klar, wenn du mal wieder... Ja. Habe eh nur mehr knapp 30 Stück. So, bitte. Hast du was? Passt, servus. Akrobatikmann. So. Hey, bitteschön. Klar, wenn du mal... Servus. Guten Tag. Ich hätte vielleicht in der Kneipe schauen können, ob der mir größere Mengen abkauft. Hey, auf diese glorreiche Idee komme ich auch sehr spät, ne? Wer bist du jetzt? Bruce. Habe ich mit dem schon gequatscht? Mal speichern. Hey, Bruce Wayne. Herr Batman, habe ich mit dir schon gequatscht? Wie sieht's aus? Wer bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen, Bursche. Das ist kein Wunder, ich bin neu hier. Ach so, sieh dir das Lager an, was? Wenn du Arbeit suchst, sprich mal mit Lares. Er hat immer Arbeit für Neue wie dich. Danke. Sehr nett. Der rennt einmal durchs Feuer durch. Wahrscheinlich war ihm gerade kalt. Sumpfkraut. Du siehst aus. Ich will dich nicht stiefmütterlich behandeln, also kriegen sie auch noch was. Aber ich vermute, ich... Bandit. Jetzt habe ich schon gedacht, Butsch. Bandit. Nur für Butsch war das jetzt etwas zu lang geschrieben. So, bitte. Du siehst aus, als... Also für den Namen halt, ne? So, lala, das hätten wir mal. Gut. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Ja, der redet einem voll aus der Seele, ne? Dann probiere ich es tatsächlich nochmal in der Kneipe. Es muss irgendwie so ein Wirt geben, oder? Vielleicht kauft er mir echt mit einem Satz das restlich ab, was ich habe. Das wäre cool. 20 wenigstens, wenn er nehmen würde, wäre schon gut. Oh, ich habe die falsche... Boah, die falsche Hose an. Na, 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 na. Zack. So. Guten Tag, ich darf hier durch. So. Mordtruck, bla bla bla. Hallo, Hallöchen. Ist hier jemand da, der hier zuständig ist? Sind Sie das? Hey, du. Er tut nur braun, ne? Aber da gibt es keinen Wirt direkt. Kann ich, wenn ich hier raufklettere, schimpfen die mit mir? Ich hoffe nicht. Hier liegt noch jemand. Silas. Hallo, Silo. Herr Silas, ich möchte gerne fragen, brauchst du Hilfe? Einige von den Jungs haben mir erzählt, dass Gomez Schergen ein richtig gutes Bier haben. Storkbier, soweit ich weiß. Der Reisschnaps bringt mir zwar viel Erz ein, aber hätte ich was von dem Starkbier, könnte ich das zum doppelten Preis verkaufen. Soweit ich weiß, hast du gute Kontakte im alten Lager, also halt die Ohren offen und sieh zu, ob du ein paar Flaschen besorgen kannst. Ich werde dich selbstverständlich bezahlen. Jo. Zum Einzelhandelspreis, genau. Wie läuft's denn so? Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Jo. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Keine Ahnung. Ich will was saufen. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Habe ich schon fast befürchtet. Reiner Alkohol. Du liebe Zeit. Reiner Alkohol, das, ob das vielleicht für Alchemie schon eine Zusatzdingens ist, ob man vielleicht neue Tränke auch brauen kann. Wie gesagt, ich kenne das, diese Mod hier noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Wäre super. Ehrlich gesagt, wäre richtig super. Okay, das hilft mir jetzt so in dem Sinn nix. Starkbier?
Hier, dein Starkbier. Da bin ich mal gespannt. Ein paar mehr Flaschen sollten es schon sein. Komm wieder, wenn wenigstens 6 Flaschen hast, Kumpel. Okay. Muss ich mal tatsächlich klupschen, wie viel ich habe, du? Wasser, Wein. Fällt das hier rein? Ich hoffe. Ah, könnte auch hier drüben sein, ne? Hier dabei. Looky, look, look. Looky, look, look. Na, habe ich nichts drin. Hä? Wo habe ich denn? Habe ich überhaupt sowas? Egal, wird schon irgendwo sein. Okay, also mindestens 6 brauche ich. Auch hier bringe ich nichts an. Das ist sehr traurig. Wenigstens in der Kneipe hätte er können Zigaretten mit anbieten. Naja. Diesen Service gibt es hier scheinbar noch nicht. Hey du. Mal schauen, ob der Sumpfkraut möchte. Sonst muss ich nochmal eine Runde machen. Ich will nur mit dir reden. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ich glaube, das wird nix. Mordrug war das jetzt nur, ne? Und du bist einfach nur ein Schürfer wahrscheinlich. Ein namenloser Schürfer. Egal. Gut. Müsste ich gerade nochmal eine Runde machen, ne? Vielleicht noch einmal kurz pennen und dann nochmal eine Runde gehen und dann bringe ich alles an, oder wie? Wie viel Kohle habe ich denn jetzt schon? Habe ich genug? Habe ich 400? Müsste sich schon ausgehen, oder? Oh ja, mehr als genug. Könnten wir Laris schon bringen, tatsächlich? Könnte man das wenigstens mal machen, weil ich glaube, verkaufen darf man das hier immer noch, ne? Glaube ich. Ist schon sehr spät. Na, ist noch nachmittags, wie es ausschaut. Ne. Wegen finster werden, ne? Muss ich ja ein bisschen aufpassen. Tja. Guten Tag. Da frage ich gleich nach. Nein. Ob die was gern hätten. Kackt er sich wieder an? Nö, jetzt ist er mal ruhig. Du, Laris, wegen dem Geld und so, ne? Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Das reicht jetzt? Wofür? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgabe. Kurz und bündig aus. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als natürlich dann die Liste vom alten Lager hier abzugeben. Buh. Dann mache ich nochmal eine Runde, ne? Dann bringe ich vielleicht sogar noch genug Geld zusammen. Mit etwas Glück. Hey du. Dass ich noch diesen Bar-Typen hier. Nee. Geht aber nicht. Wahrscheinlich einmal pennen, dann wird es vielleicht wieder gehen. Also pro Tag wahrscheinlich ein Stängel zum Abgeben oder so. Was wollte ich sagen? Vielleicht bringe ich noch genug Erz zusammen, dass ich noch diesen Bar-Typen hier seine Moneten geben kann. Das wäre nicht schlecht. Mal lupschen. Look. Wie spät es ist. 10 Minuten habe ich noch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal die Truhe auf. Ist was drinnen? Na, das gehört halt mir. Da könnte ich reintun, was ich möchte. Wir hätten auch ein schönes Regal. Wir könnten uns auch hinsetzen, wunderbarst. Aber ich würde sagen, wir legen uns mal kurz in die Hapfen. Bis zum nächsten Morgen. Und hoffen das Beste, dass wir noch unsere restlichen Stängel anbringen können. Dusch, mal schön den Kopf angehauen beim Regal. So muss das sein. Ah ja, die pennen natürlich noch. Hätte ich können schlafen bis Mittag, ne? Sind ja alles so Langschläfertypen. Sind halt so Eulen. Wir Eulen sind halt immer erst so gegen Mittag wach. So richtig wach.
So, dusch. Nochmal den Schädel angehauen. So gehört sich das. So. Ja, jetzt ist schon besser. So, bringe ich nochmal mein Glück. Hey du. Möchtest du Sumpfkraut? Ja, jetzt geht's wieder. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Jawohl, jetzt geht's wieder. Frag mal. Ja, ja. Dann gehen wir nochmal die Runde durch. Und dann, das werde ich dann noch, glaube ich, machen, wenn ihr nicht mehr zuschaut. Das ist ein bisschen langweilig hier, eine ganze Folge. Willst du etwas Sumpfkraut verkaufen? Ja. Ja. Dafür haben wir aber wenigstens schon mal uns ein bisschen. Ja, was ist denn? Hast du schon Sumpfkraut gekriegt? Rauch einmal ein Stickel, geht's dir gleich besser, du Trottel. Unglaublich. Keine Manieren. Du wirst immer Single bleiben. Mistkerl. So. Wenn du meinst. Hey du. Er will dann so einen Rowdy schon haben. Unglaublich. So. Willst du. Gib her. Wenn du wieder mal. Ich damit nichts zu tun. Wir Damen finden zwar ein bisschen so leichtes Grobsein ja noch okay. Also jetzt nicht körperliche Gewalt, hey, sondern das Coole, ne? Die Kühle eines Mannes, ne? Also. Vor allem dann, wenn er sich dann doch unsterblich in uns Frauen verknallt, ne, dann passt das perfekt. Aber ein gewisser Touch Kühle muss er schon behalten. Oh, Entschuldigung, jetzt wollte ich den. Ich wollte den gerade schlagen. Ich hab nicht mitbekommen, dass ich gerade in Angriffsstellung bin. Na, der hätte sich jetzt aber gewundert. So, willst du auch Sumpfkraut haben in deine ungewaschenen Pisshände? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja, passt. Ja, was. So. Na. Gut. Ich meine, es sollte vielleicht zwar schon die eine oder andere Dame geben, die auf häusliche Gewalt steht, aber ich glaube, ich bin mir sicher, auf die Mehrheit trifft das nicht zu. Hey du. Da würde es in die andere Richtung gehen. Dann würden die Männer mal verhaut werden. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Ja. Frag mal ein. Weil wir Frauen mutieren wieder zu Amazonen. Wie ich nur mal gesagt habe. Soll ich nicht heißen, ich hätte euch nicht gewarnt. So. Halt! Ja, das. Ich will nur Handel betreiben. Da, nimm das Kraut und hör auf zum Schreien. So, du auch. Da, bitte. Warum nicht? Frag mal. So, servus. Das ist echt übertrieben. Ich hätte auch nicht gewusst, wer von den Herrschaften hier bereit wäre, eine Riesenmenge Sumpfkraut zu nehmen. Den hatte ich jetzt schon, ne? Ja. Passt. So. Aber behalt's für dich. Servus. Auch für Sie gibt's noch Sumpfkraut, bitte. Warum nicht? Frag mal. Passt. Servus. Wenigstens kriegen wir noch ein paar Münzen zusammen. Bitteschön. Warum nicht? Frag mal. Servus. Gut. Dann hätten wir das schon mal soweit. Das Wölfchen ist hier nur an Rüstungen und Felle interessiert. Ja, bitte auf Wiedersehen. Dann noch bei Ihnen. So, wir haben jetzt wahrscheinlich unnötigerweise den schweren Weg gewählt. Wahrscheinlich hätte es tatsächlich jemanden gegeben, der das ganze Paket Sumpfkraut gerne gehabt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass es Mordrug gewesen wäre, der das ganze Paket gerne gehabt hätte. Aber egal. So, haben wir dann gleich alles schön verteilt. So, haben die Burschen sich auch ein bisschen Geld gespart, weil sie sich einen Dritthändler gespart haben. Sumpfkraut, hier. Jo, passt. Servus. Der Butch kriegt nichts von mir. Edge Badge. Nein, keine Panne. Ich will den Banditen sprechen. Da, du nehmen. Passt. Servus. So, dann da. Da. Du. So. Ich hab klar, wenn du mal wieder. Servus. Jetzt muss ich mal kurz gupschen. Wie viel habe ich noch von dem Graffel? 8 Stück. Ja, sehr gut. Es geht dem Ende zu. Gott sei Dank. Haben wir gleich geschafft. Kriegen wir noch 80 Goldmünzen. Guten Tag.
So, auch du kriegst das. Ich, wenn du mal. Servus. Tschüss. Auch du, für hey, du. Dich gibt's was. So. Ich, wenn du. Ciao. So, dann noch da oben. Ihr zwei wollten die beiden. Habe ich die beiden was geben können? Na, genau, da war nix. Du bist ein Lehrer. Banditchen, wo seid ihr? Da sind welche. Hey, guten Tag, ich hätte was für Sie. Bitte nehmen Sie. Auf Wiedersehen. Auch bei Ihnen hey, noch. Boah, das ist echt eine anstrengende Sache. Ganzen Tag Sumpfkraut verkaufen. Ja, gut. Servus. Wenigstens muss man jetzt nicht noch verhandeln, ne? Die zahlen halt alle brav ihre 10 Erz. Das passt wunderbar. Hey, du. So, ich glaube, jetzt hätten wir es dann bald. Wenn wir es nicht eh schon haben. Zwei sind noch. Da ist wieder ein Akrobatiklehrer, der passt da. Servus, Herr Bandit. Sumpfkraut. So, und der letzte, Gott sei Dank. So, bitteschön. Ich habe. Klar, wenn du mal. Passt, servus. Boah, war das jetzt anstrengend. Ja, wir haben jetzt erwirtschaftet fast 400 nochmal. Also 4 Erzbrocken würden noch fehlen, das kriege ich hin. Da brauche ich jetzt noch was verkaufen. Ich werde, glaube ich, das Wolfsfell hergeben. Gehe ich flott zu Wolf, verkaufe ihm das Wolfsfell. Und dann können wir tatsächlich noch bei dem Bal-Typi noch das Geld abgeben. Und dann passt das schon. Fell für dich. Wolfsfell, das kann ich gut gebrauchen. Du hast deinen Schattenläufer erledigt? Oh na. Nicht oft in der Gegend blicken. Die Haut eines Lurkers, damit lässt sich gut arbeiten. Okay, wir haben wesentlich mehr. Ah, der nimmt alles auf einmal. Hast du auch nicht Beute gemacht? Scheiße, das wollte ich gerade nicht. Egal. Soll er das Schattenläuferfell haben? Wir werden wohl noch irgendwo bei Gomez ein paar Trüchen dann später ausplündern. Bevor wir uns hier in dem Lager anschließen und dann werden wohl noch ein paar Fälle drin sein, hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas verhaut habe. Aber jetzt haben wir sicher mehr als genug. Ja, mehr als genug Erzbrocken, das passt. Jetzt können wir die Quest da oben auch noch machen, bleibt uns sogar noch was übrig. So. Tap, tap, tap. So. Zack, zack. Wer ist denn da? Wer bist du denn? Bist du ein Mordrug? Ein Bruce, okay. Ein Bruce. Krass, Gott. Hier. So, und zwar. Jetzt aber. Ja. Würdest du bitte. Jetzt. Ich habe das Kraut verkauft. Hier bitte. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut. Jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Tschüss. Viel Spaß beim Saufen. Gut, das hätten wir auch. Und ich glaube, mal schauen, wie wir ausschauen zeitlich. Hm, ja, Part wäre wieder zu Ende. Gut, dann hätten wir das auch schon. Können wir hier noch irgendwas. Opala, noch irgendwas anstellen? Jum, jum, jum. Unter Banditen. Sumpflager, neuer Schmied. Ah ja, da war ja noch was. Neuer Schmied, Blade, Chef, freie Mine. Muss ich wieder rauflaufen? Oh, kühl, der Chef der freien Mine. Muss ich echt nochmal rauflaufen? Ich fürchte ja, ne? Oder warte, war der nicht gerade vorhin bei Lee drinnen? Am Abend mehr so? Dann bräuchte ich nicht extra rauflaufen. Dann könnte ich mich hinlegen. Na, das war Olaf.
Ich muss nochmal rauf. Na gut, im nächsten Part dann. Ich renn schon mal los. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!